Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal ob mit oder ohne Behinderung, dieser uns hier vorliegende Antrag der Regierungskoalition erscheint mir wie ein Eckpunkt eines nordrhein-westfälischen Bermuda-Dreiecks im Bereich Soziales, dem Haushaltsmittel spurlos verschwinden. Dazu passt hervorragend, dass der berühmte Landesplan eine Gesellschaft für alle NRW inklusiv, auf den sich dieser Antrag so stark Bezug genommen wird, der vor etwa einem Jahr in diesem Haus diskutiert worden sollte, aber dann im letzten Moment von der Tagesordnung genommen worden war. Der ersatzweise erwähnte Tagesordnungspunkt und die Holzaffäre kann hier keine Entschuldigung sein, denn man hätte ja die damals abgesagte Unterrichtung in einer der folgenden Plenarsitzungen erneut ansetzen können. Schon dieser Landesplan, eine Gesellschaft für alle, NRW inklusiv, liest sich wie ein Märchenbuch der Luftschlösser. Viele hübsche Bilder, kaum Absichtserklärungen, absolut nichts, aber auch gar nichts Konkretes darin erhalten. Sicherlich ein guter Grund, um eine öffentliche Diskussion zu vermeiden. Mit diesem Antrag soll nun anscheinend diese missliche Tradition fortgesetzt werden. Nur keine öffentliche Debatte darüber, denn dann könnten ja die schwarzen Geldvernichtungslöcher bekannt werden, die hier flächendeckend gegraben werden. Aber sehen wir uns die Dinge mal genauer an und beginnen mit dem schönen Begriff Kompetenzzentren. Was soll das eigentlich heißen? Welche Kompetenzen diese Kompetenzzentren denn tatsächlich haben oder gar weitergeben sollen, ist nirgendwo wirklich definiert. Es werden in dem vorliegenden Antrag zwei Einrichtungen genannt, die als, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, Anlaufstellen für Menschen mit Behinderung übernehmen sie verschiedene Aufgaben, wie Öffentlichkeitsarbeit, Interessenvertretung, Qualifizierung, Leistungsträger und Anbieter, unabhängige Beratung in besonderen Einzelfällen und die Vertretung der Interessen von Menschen mit Behinderungen im Inklusionsbeirat des Landes NRW bezeichnet werden. Wunderbar, diese Einrichtungen leisten sicherlich gute und notwendige Arbeit. Das tun sie aber schon seit sehr langer Zeit mit den Mitteln, die sie bereits von Bund und Land NRW erhalten. Was würde sich nun durch diesen Antrag ändern oder gar verbessern? Ist der Bedarf langsam oder auch plötzlich so sehr gestiegen, dass die bisherigen Fördermittel nicht mehr ausreichen? Haben diese Einrichtungen ihr Angebot so sehr erweitert, dass sie mehr Fördermittel benötigen? Wollen sie ihr Angebot quantitativ oder qualitativ verbessern und benötigen deshalb mehr Fördermittel? Man weiß es nicht, dazu gibt es keinerlei Informationen. Eine Debatte ist ja ganz offensichtlich hierzu nicht gewollt. Im Landesplan gibt es dazu auf Seite 149 eine Zusammenfassung unter dem Titel Ausbau und Finanzierung der Kompetenzzentren in NRW, die wie der Antrag selbst darauf hinweist, dass die Rechte und Ansprüche der Menschen mit Behinderung aus den Bundesmitteln des SGB gedeckt sind. Werden denn alle diese zur Verfügung stehenden Mittel auch tatsächlich abgerufen oder gibt es ähnliche Probleme, wie wir sie in anderen Bereichen kennen, zum Beispiel beim Bundesfernstraßenausbau? Darüber hinaus Finanzmittel aus öffentlichen Kassen in Anspruch nehmen zu wollen, ohne die Notwendigkeit darzulegen, ein klares Konzept zu bieten, erscheint mir reichlich abenteuerlich. Zurück zu den Kompetenzzentren. Ich habe mal grob überschlagen, was der Betrieb eines solchen Zentrums mit ungeklärten Kompetenzen jährlich so kosten könnte. Bin dabei auf 500.000 bis 600.000 Euro pro Jahr gekommen. Das alles mit dabei, von Miete mit Nebenkosten über Personal bis hin zu Internetanschluss und Briefmarken. Wie soll das finanziert werden? Sollen hierdurch möglicherweise andere notwendige Leistungen für Menschen mit Behinderung gekürzt werden? Oder gibt es hier noch freie Mittel? Oder wird uns die Regierungskoalition hier einen entsprechend aufgestockten Haushaltsentwurf vorlegen? Auch hierüber hätten wir uns eine Debatte im Ausschuss gewünscht. Was wäre nun so schön? Es wäre nun nicht nur schön, sondern zwingend notwendig, wenn man wüsste, was nun geschehen soll. Auch wenn es nur Steuergelder sind, wir wissen schon, das leidige Thema, Transparenz und so.
kennen Sie ja schon zu Genüge von uns Piraten. Trotzdem, wir sehen das Konzept des Peer Counseling als dringend notwendig und wir ersehen es auch als notwendig an, hier in die Fläche zu gehen. Wir hätten uns, wie gesagt, eine Beratung im Ausschuss gewünscht, aber die antragstellenden Fraktionen wollten ja eine direkte Abstimmung. Vermutlich ging es hier um reines Wahlkampfgetöse. Wir werden uns daher der Stimme enthalten. Vielen Dank.